Shubu Gochang heißt übersetzt leerer Stand mit den verteidigenden Handflächen. Bei Shubu ist das gesamte Gewicht auf dem hinteren Bein und das vordere Bein ist nur an den Zehenspitzen abgesetzt. Die verteidigenden Handflächen stehen in versetztem Winkel hintereinander. Beim Üben von Shubu Gochang macht man folgende Schrittarbeit. Ausweichen mit einem Bein und dann das Zuranziehen in Shubu mit dem anderen Bein. Das Ganze dann als Bahn, ausweichen, Shubu, ausweichen, Shubu, ausweichen, Shubu. Wer möchte, kann die Übung Shubu Gochang mit Tantui verbinden. Dann kommt dabei heraus Shubu Gochang Tantui.